Cup, Division Rallycross Cup, Europameisterschaft. Lass es ruhig im Hintergrund laufen, Rainer. Mit der 3 Pole Position für Lukas Soll. Auf der Startbahn 3 in der ersten Reihe Per Niklas Löw aus Norwegen. Ein weiterer Norweger auf der Startbahn 2 in der Reihe 2. Ole Horbjerg, Viktor Mucik aus Tschechien. 2 und Stopp. Noch ein bisschen warten, denn Herr Löw hat schon ein kleines bisschen seine Fehlstarteinrichtung umgeschubst. Habe ich also auch noch Zeit genug. Ivo van den Brandt in der dritten Startreihe und dann Patrick Mertens in der dritten Reihe anzukündigen. Das sind die 6 Starter im A-Finale Rallycross Cup. Soll, Löw, Mucik und van der Brandt. Mertens nicht zu vergessen. Niklas Löw, zieht sofort in der Position vor seinem norwegischen Landsmann, vor Ole Horbjerg. Löw also in führender Position und da oben gibt es ordentlich Gedränge und Kuddelmuddel. Horbjerg hat sich gedreht, dann dreht sich ein weiteres Auto. Die Jungs schieben da gerade ordentlich den Modder vor sich her, per Niklas Löw. Rast währenddessen schon unten in die Hindertech-Kurve. Ivo van der Brandt ist jetzt auf 3, Lukas Stoll auf 3, Patrick Mertens rodelt da ordentlich rum. Ole Horbjerg produziert wieder zurück. Er sieht das Bild, liegt aber in Führung. Per Niklas Löw auf dem Weg zu einem Sieg im Division-Rallycross-Cup. Wo die Videos sozusagen aus...